Herzlich willkommen zum offiziellen Start der Fußball Fantasy League des Wolfpacks. Einmal Claps im Chat und zu Hause und überall. Hallo, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Es ist Zeit, dass wir mit unserem Main-Programm anfangen, nämlich dem Fantasy Draft. Der Fantasy Draft bedeutet, welche Legenden werden euch zugesteckt? Blutiges Eis, danke schön für den 28. Sub an dieser Stelle. Oh, das sind aber eine Menge Claps. So stelle ich mir das vor. Es hat sich seit der Ankündigung gestern Abend einiges getan. Gestern Abend, 18 Uhr, war die Ankündigung, also 24 Stunden sind vergangen. In diesen 24 Stunden haben sich sehr viele Leute gemeldet. Da bin ich sehr, sehr, sehr stolz auf euch. Ich glaube, wir haben 47 Trainer oder so. Das ist ziemlich viel. Für die ersten 24 Stunden. Da kann natürlich noch einiges passieren. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, haben wir aktuell 17 Teams. Glaube ich. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal alle Teams durch und gucke mal, wer von euch da ist. Weil wer von euch nämlich nicht da ist, der kriegt gleich einfach so irgendwelche Legenden und kann sich jetzt hier quasi nichts mehr bestimmen, sozusagen. Und zwar haben wir das hier eben noch anpassen, weil jetzt hier natürlich sich einiges nochmal verschoben hat, da Basel wegfällt. Wir haben Arsenal London. Ist Zocker oder Drogon am Start? Ladies and Gentlemen, wir müssen jetzt alles hier erstmal durchgehen. Und gucken. Weil wenn die nämlich nicht da sind, weiß ich jetzt schon mal gleich Bescheid, was sie kriegen. Zocker ist am Start. Okay, zumindest einer ist am Start. Wir haben AS Rome mit dem Player LeBraune, Mr. Besserwisser, Bring Me the Horizon und Zidane. Ich gehe mal davon aus, dass ein Fünfer-Team mindestens hier anwesend ist. Roma-Hype ist im Chat. Herzlich willkommen. Wir haben den FC Bayern München mit Storm Shadow. Ein einzelner Mann versucht, den FC Bayern zu Glanz und Gloria zu zwingen. Ist Shadow da? Faszinierend, oder? Haben wir den Shadow am Start? So. Der Shadow. Der Shadow ist, so wie ich das sehe, nicht da. Ich habe keine Information bekommen, was er möchte für den FC Bayern. Deswegen kriegt er von jedem eins. Wir haben Borussia Mönchengladbach mit dem Maurice und dem Yannick. Ist die Elf vom Niederrhein anwesend? Meister wird doch nur der BVB. Wo? Das ist die Frage. So, ist der Borussia Mönchengladbach auch nicht am Start? Tja, dann wisst ihr, was das heißt. Dann gibt es von jedem einen. Wir haben Borussia Dortmund. Oh doch, Maurice ist da. Na, dann never mind. Dann nehme ich das erstmal zurück. Maurice ist doch da. Dann haben wir Borussia Dortmund mit dem Galli und dem Sascha. Ist der BVB da? Echte Liebe hier im Chat oder nicht? Nur der BVB ist da. Wir haben Eintracht Frankfurt. Von und zu ist noch unterwegs, aber ich weiß, dass er gleich nachher da ist. Dementsprechend ist das völlig in Ordnung. Ich merke mir das vor. Hi, Kaiserbier, grüß dich. Wir haben den FCA mit New Era Psycho, Nudelfriedhof, Burner, der Crazy Milchnidi und Lou. Sandy, bayerischen Bur. Da! Oh! Oh, ja. Hey, der FCA ist da! Guten Abend! Pain of Silence, bei Moin. So, der FCA ist da, das ist doch wunderbar. Das reimt sich ja. Das ist fantastisch. Wir haben mit am Start den FC Liverpool mit Gaming Paradise, dem Paddle, Beifeuer, Holy und Ailton Fußballgott. Okay, der Hype ist sofort da beim FC Liverpool. Ich sehe es sofort. Wir haben den FC Schalke 04 mit Yeti V und Maurice seit 1904. Wer hätte das gedacht? Keldi und dem Striker. Okay, und 04 ist am Start. Alles klar.
Alles klar. Wunderbar. Wir haben mit am Start Hertha BSC Berlin. Da weiß ich schon mal, dass Hertha BSC nicht da ist. Der ist entschuldigt. Der hat mir auch schon gesagt, was er für Legenden hätte. Wir haben Inter Mailand mit Tornado Purple Tea und Paule Patter. Haben wir. Haben wir die Jungs am Start hier. Abfahrt. Abfahrt in Mailand. Wunderbar. Wir haben Olympic Lyon mit dem Jenkins und dem Marc am Start. Okay, und alle, alle, Lyon ist anwesend. Wir haben Galatasaray Istanbul mit dem Sert. Ist der Sert da? Ist der da? Da hat sich nämlich heute noch einer entschlossen, auch die türkische Liga quasi in unsere Liga zu bringen. Die Frage ist, das Sert ist da, die Fanatmosphäre ist da, wir sind alle glücklich. Galatasaray ist am Start. Wir haben den SC Freiburg mit Brosato und mit dem G04. Freiburg wird beben, ist ebenfalls am Start. Wir haben den SC Paderborn 07, der SCP mit Sonic und Various ist der SCP da. Wie sieht's aus? Beim SCP hat er auch Bock, hier ein bisschen Party zu machen. Ich glaube, der SCP, der schläft. RIP SCP! Dann ist das wohl so. Wir haben Tottenham Hotspurs mit einfach Kurt und dem cool Lenin. Ist Santi Jungs von Tottenham da. Oder haben wir hier auch ein Team, das am Samstagabend nicht seine Legenden hören möchte? Was heißt ich, Adrian? Hast du dich irgendwo eingeschrieben, Adrian? Habe ich dich übersehen? Oh, wann habe ich dich denn übersehen, Adrian? Ich meine, es waren ja ein paar Leute, da kann das schon mal vorkommen. Wo habe ich das denn übersehen? Dann möge man mir verzeihen, bitte, lieber Adrian. Ach, du bist Kollegin! Ach so, das erklärt das natürlich. Uff, das ist natürlich sehr verwirrend. Okay, dann weiß ich es. Gut, da ist Tottenham am Start. Wir haben den TSG Hoffenheim mit dem Rick. Ist der Rick da? Rick versucht, die TSG alleine zu führen. Die Frage ist nur, wird er das schaffen? TSG Hoffenheim. TSG Hoffenheim, dann sind wir ja doch. Sind wir doch 18. TSG Hoffenheim ist aber offensichtlich nicht am Start. Und genau deswegen, meine lieben Freunde, habe ich gesagt, 5 Trainer pro Team. Also gegebenenfalls, weil dann kann sowas nicht passieren. Ihr versteht mein System. So, wir haben aber noch am Start den Werder Bremen. Ey, was geht ab mit Zotos, Freddy und dem Pupi? Ist Werder Bremen am Start? Natürlich! Der Ruhmreiche wird vom Freddy höchstpersönlich vertreten. Wunderbar. Dann haben wir doch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dann haben wir 18 Vereine. Ist doch Weltklasse. Dann sind wir durch. Dann ist diese Saison quasi fertig. Dann werde ich die anderen Vereine nachher rausschreiben quasi. Weil das dann ist unsere erste Saison nämlich fix. Es kann sich natürlich noch was ändern, falls jemand abspringt oder so. Was weiß ich. Dann bringen wir das nochmal auf den Punkt. Aber letztendlich ist es so, wir haben Arsenal London, AS Rom, Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Liverpool, FC Schalke, Galatasaray, Hertha, Inter Mailand, Olympique Lyon, SC Freiburg, SC Paderborn, Tottenham Hotspurs, TSG Hoffenheim und Werder Bremen. Ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr vernünftige und ausgeglichene Liga. Das geht doch eigentlich mal völlig klar, oder? Wunderbar.
Dann sage ich erstmal Finn, Dankeschön für 13. Sub, vielen lieben Dank. Kein Real, kein Barca, kein Manchester. Das wird interessant, weil diese ganzen Leute ja gekauft werden können zu fixen Preisen in der Rückrunde. Wohlgemerkt aber erst, ne? Und auch kein PSG. Ich finde das gut. So, das bedeutet, wir kommen zur Vergabe der Legenden. Und wir werden das im Zufallsprinzip bestimmen, wer quasi drankommt jetzt von euch. Und das Losverfahren wird jetzt entscheiden. Ladies and Gentlemen, die erste Position. Wir vergeben eine Menge Spieler. Das wird also ein bisschen dauern, ja? So, der erste Verein, der wählen darf, ist der TSG Hoffenheim. Der ist nicht da. TSG Hoffenheim ist nicht da. TSG Hoffenheim darf trotzdem jetzt sozusagen den ersten Pick machen. Ja. Promile, Dankeschön für den 27. für so ein krasses Projekt. Schaut auch mal wieder vorbei. Sehr schön. Der erste geht an einen, der gar nicht da ist. Das bedeutet, dass der TSG Hoffenheim jetzt einen Torwart von mir kriegt. Ja. Und das wird super interessant. Ich muss hier sehr viel immer machen. Aber das kriege ich auf jeden Fall irgendwie gebacken. Ladies and Gentlemen, der TSG Hoffenheim kriegt von mir einen Torwart zugewiesen, weil ich vorher keine andere Information bekommen habe. Und dementsprechend gucken wir uns an, welche Legende bei TSG Hoffenheim spielen wird. Ladies and Gentlemen, die Spannung steigt. Das ist die erste Legende, die vergeben wird. Peter Cech! Es ist Peter Cech, der bei der TSG auflaufen wird. So. Damit hätten wir das geklärt. Peter Cech ist es. Das trage ich auch dann direkt mal ein. Naja, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Da habe ich so nicht ganz dran gedacht. Aber das ist schon in Ordnung. Peter Cech, Legende Nummer 1, die wir hier am Start haben. So, muss ich ja ein bisschen gucken, dass ich das etwas angenehmer für mich mache, aber das sollten wir hinkriegen. So, wer hat noch auf die Wiese gehofft? Uff. Okay, das war Legende Nummer 1 und wir kommen zum nächsten Verein, der einen Pick machen darf und es ist AS Rom! AS und Rom! Was hätten Sie denn gerne für eine Position? AS Rom darf die nächste Legende bestimmen. So, Mittelfeld haben wir hier am Start. Ihr wollt einen aus dem Mittelfeld. Mittelfeld. Ich muss das natürlich alles alleine. Wie viel Euro dürfen alle Picks sofort machen? Gar nicht. Das dauert ein bisschen. Wir wollen hier ein bisschen Atmosphäre haben. Es wird ein cooler, langer Draft. Da ich das alles alleine managen muss, geht das natürlich nicht ganz so schnell vonstatten. Aber ich denke, das ist in Ordnung. So, wir gucken mal, wer zu AS Rom wechseln wird. So, ich muss mal schauen, dass ich ein passendes Bild finde. Deswegen dauert das manchmal ein bisschen. Das ist im Übrigen leichter gesagt als getan. Bei manchen Spielern ist das ein bisschen schwieriger. Okay. Ladies and Gentlemen!
zu Asrum geht Memmelzoll! Memmelzoll macht einen Ausflug nach Rom! Das ist eigentlich schon ein bisschen Pock, oder? Eigentlich kann man das schon mal Pock machen, ja? Memmelzoll verabschiedet sich nach Rom für unsere wundervolle Fantasy-Liga. Ist das nicht schön? So, warum muss ich das eigentlich hier immer wieder machen? Das ist ja komisch. Manchmal muss man diese Docs nicht verstehen. So. Ich will jetzt hier keine Beschwerden über irgendwelche Picks haben. Ne? Scholl zu Rom. Das ist doch fantastisch. So. Unser nächster Verein. In der Liste. Wäre Eintracht Frankfurt. Weiß aber, dass der von uns immer noch nicht da ist. Warum eigentlich nicht? Wie gesagt, um Viertel nach schafft er eigentlich. Der Buhr. Okay, pass auf. Wir werden Frankfurt aufbewahren, bis der von uns so kommt. Ja? Dann wollen die mir nichts vorwegnehmen. So, und damit wäre der nächste Verein in der Liste. Bayern München. Bayern München ist ebenfalls nicht am Start und wird deswegen von mir ebenfalls einen Torwart zugewiesen kriegen. Du kannst ihm gerne schreiben, Friedi, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass von uns schon kommt, sobald er Zeit hat. Und dann gucken wir mal, was der Pick für Bayern München im Tor ist. So, Bayern braucht noch hinter Neuer eine gute Nummer 2. Olli kam ja geil, aber ist das auch geworden? Ladies and Gentlemen, zum FC Bayern München wechselt eine Legende. Edwin van der Sar! Was tatsächlich sehr witzig ist, denn ich glaube, dass die Bayern da so einen kleinen Albtraum haben. Von einem gewissen Finalspiel. Das ist also der Pick für den FC Bayern München. Edwin van der Sar wechselt für unsere Fantasy-Liga zu den Bayern. Eigentlich höchst sympathisch, oder? Ah, das ist doch eigentlich richtig cool. Und genau so werden wir eine Menge coole Sachen hier noch erleben. Ladies and Gentlemen, das ist Edwin van der Sar. Er wechselt zum FC Bayern. So, wie ist das jetzt, wenn ich das... Ich glaube, das übernimmt der so nicht, ne? Ich kann mir das aber gleich leichter machen. Ne, das übernimmt er nicht. Interessant. Okay, dann muss ich jetzt hier kurz ein paar Sachen ändern, damit ich mir das Leben hier gleich ein wenig einfacher mache. Das ist aber nicht weiter tragisch. Ich mach nur einfach... Das hier weg. Okay. So, Edwin van der Sar ist damit aus der Liste. Und wir kommen zur nächsten Mannschaft, die einen Pick machen darf. Und das wäre... Arsenal London! Maximal 10 Minuten. Ja, dann passt das doch. So, Bayern spielt einmal mit Doppeltorwart. Das ist in Ordnung. Oder neu als Libero. Good old Classic spielen. Arsenal London darf als nächstes einen Pick machen. Zocker oder Drogon? Sagt mir Bescheid, was ihr gerne für eine Position hättet. Mittelfeld, sagt der Drogon. Also, auch das Mittelfeld soll es bei Arsenal sein. Und... Es ist geworden. Das ist natürlich alles ziemlich geil, was hier teilweise passiert, ne? Es ist witzig.
denn zu Arsenal London wechselt niemand Geringeres als die Premier League-Legende Paul Scholes! Oh boy. Oh boy. Ich würde sagen, Knallerverpflichtung im Mittelfeld. Ob man da unbedingt lullen muss? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. So, Paul Scholes wird also für Arsenal auflaufen. Und ich glaube, damit ich mir das hier mal ein bisschen einfacher mache, machen wir das mal darüber. So. Fuzzy will Mittelfeld. Achso, okay. Das gibt er also quasi durch, ohne dass er da ist. Gut. Von und zu will Mittelfeld. Dann kriegt Eintracht Frankfurt von mir jetzt einen Mittelfeldspieler, okay? Ich denke, das machen wir so. So. Moment. Was habe ich hier gesagt? Oha. So. Erstmal noch ein gutes Bild finden. Wie immer alles nicht so einfach. So, Eintracht Frankfurt hat sich entschieden. Sie wollen auch das Mittelfeld verstärken. Und für Eintracht Frankfurt gibt es Gennaro Gattuso! Alte Mailand-Legende. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, weil er von uns ist nicht da. Ich weiß nicht, ob er sich freut. Über Gennaro Gattuso! Göttlich sind sie eigentlich fast alle. So, kann man sich bei Frankfurt fast ein bisschen vorstellen. Ich meine, immerhin kennt er rot-schwarze Trikots. Ich weiß noch nicht, wie aktuell Frankfurt spielt, aber Frankfurt hat auch schon mal rot-schwarz gespielt. So, Gennaro Gattuso ist es. Und ich glaube, da kann man nicht meckern, oder? Da kann man absolut nicht meckern. So, der nächste Verein, der hier was picken darf, ist Werder Bremen! Freddy, gib uns doch mal durch, was Werder Bremen für eine Verstärkung braucht. Safe 5 Platzverweise. Alles klar. Wo Frankfurt doch eh schon so Treter sind, oder? Das ist schön. Einen Stürmer! Das ist interessant. Das ist das erste Mal, dass wir hier einen Stürmer quasi ziehen. Okay, einen Stürmer. Einen Stürmer. Wer wird für Werder Bremen auflaufen dürfen? Ich sag's mal so. Es kommen hier fast nur absolute Krachernamen, Leute. Also, da dürft ihr euch mal absolut hardcore gönnen, alle. Ladies and Gentlemen. So, siehst du, Zotos, das muss Schicksal sein. Jetzt weißt du nämlich gleich, welchen Stürmer du bekommen wirst. Für Werder Bremen wird ab dem 6.12. eine wirklich heftige Legende spielen. Ladies and Gentlemen, Gabriel Batistuta! Eine absolute Legende aus Argentinien. Oh mein Gott. Ich würde sagen, eigentlich muss ich bei allen GG sagen. Völlig scheißegal, Leute. Es ist völlig egal, wen ihr kriegt. Das ist eine Legende und das ist übelst gut. So. Paddel sagt, na ja. Freddy Freud. Immerhin. Gabriel Batistuta für Werder Bremen. Also, das ist schon alles. Kann man mitnehmen, ne? So. Dann kommen wir zum nächsten. Der nächste Verein, der wählen darf.
ist der SC Freiburg. Der SC Freiburg darf nun seine gewünschte Position in den Chat schreiben. Niklek, sagt er. Niklek. Der SC Freiburg, betreten von Brosator, sagt Verteidiger. Auch ein Verteidiger hatten wir heute noch nicht als Pick. Sehr gut. Gucke ich mir das Ganze gleich mal an. Mhm. Einen deutschen Verteidiger hätten sie gerne. Mal gucken, ob wir diesen Wunsch erfüllen können. Ui, da wird es jetzt erstmal wieder schwierig, ein gutes Bild zu finden. Oh, ha! Ja, okay, ich denke, das kriegen wir hin. So. So, da ist der Fussi auch da. Wunderbar. Ladies and Gentlemen, zum SC Freiburg wird wechseln für die Verteidigung. Christian Panucci! Da ist die Verstärkung für die Verteidigung. Ein Deutscher ist es nicht geworden. Aber ich denke, den italienischen Nationalspieler kann man auch nehmen. Panucci wechselt zu Freiburg. Ist, by the way, Rechtsverteidiger gewesen. Mal sehen, ob das in das Team vom SC Freiburg passt. So. Ihr seid alle einfach viel zu jung. So. Das nächste Team, das wählen darf, ist Galatasaray Istanbul. Wo ist der Dessert? Was hätte er denn gerne? Gute Außenverteidiger sind selten. Absolut. Ich würde auch sagen, zum Thema, naja, geht besser. Das sollte man nicht unterschätzen, einen sehr guten Außenverteidiger zu besitzen. Ja. Zert, was darf ich Ihnen anbieten? Was schicken wir in die Türkei? Einen Stürmer! Sehr gerne. Einen Stürmer gibt es. Für Galatasaray Istanbul. Und es wird das ist doch ein hübsches Bild. Ich freue mich immer, wenn ich ein ganz gutes Bild finde. Ist nämlich wirklich eine Seltenheit. Ladies and Gentlemen, der Zert für Galatasaray Istanbul als Sturmverstärkung bekommt Champions League-Sieger Ashley Cole! Mit Chelsea die Champions League gewonnen und wird nun für Galatasaray stürmen. Adrian, danke schön für den Gifted Sub, dankeschön. Von einfach Kurt, der ist auch Trainer, das ist gut. So. Ashley Cole. Kann man so machen. Wobei ich irgendeinen Fehler, glaube ich, hier drin habe. Kann das sein? Ashley Cole ist eigentlich nicht im Sturm, ne? Was habe ich da denn verwechselt? Irgendwas stimmt hier nicht. Da stimmt irgendwas nicht.
Ich glaube, ich meinte Andy Cole. Ich glaube, da habe ich mich vertan. Niemand geringeren als Andrew Andy Cole. Den meinte ich eigentlich im Sturm. Da haben wir uns ein wenig vertan. Da gehört er eigentlich auch hin. So. Fehler passieren. Herr Ashley Goal, Sie sind falsch. Andrew Cole! Den wollte ich! So! Den wollten wir haben! Das ist nämlich schon viel besser, denn der war Top-Stürmer bei Manchester United. So! Fehler passieren. Ich muss das hier alles alleine machen. So. Andrew Cole für Galatasaray. So. Der nächste Verein ist der FC Schalke 04! So, FC Schalke hätte gerne einen Stürmer. Schalke will Stürmer! So soll es sein. Schalke hätte gerne einen Stürmer. Dann gucken wir mal, wer in Zukunft für Schalke auflaufen darf. Oh boy. Oh boy. Ihr wollt Fußballgötter? Wer das eine? Gianfranco Sola! Chelsea-Legende! Oh boy! Das Trikot passt farblich ja schon mal. Und in Zukunft wird bei Schalke gestürmt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Armani, könnte man schon fast sagen. Oh Mann, Armani, du. Oh Mann, oh Mann, oh. So. In FIFA ist er mega stark. Das war er in echt auch. So. Wunderbar, damit sind wir bald mit der ersten Reihe an Vereinen durch, die hier sich einen Pick aussuchen durften. Ein paar sind allerdings noch offen. Zum Beispiel durfte noch nicht Olympique Lyon ist als nächster. Ja, ja, genau, von Blau-Weiß zu Blau-Weiß. Olympique Lyon ist als nächster dran. Wir nehmen einen Verteidiger. Olympique Lyon möchte die Verteidigung verstärken. So soll es sein. So, und für Lyon. Wird auflaufen. Oha. Ladies and Gentlemen. Nach Lyon wechselt
ein Weltmeister! Fabio Cannavaro! Na, wenn das mal nichts ist. Ladies and Gentlemen. Cannavaro! Für Lyon! Das schmeckt, sagt er. Das schmeckt. Ich denke, dass das tatsächlich sehr, sehr als Innenverteidiger schmecken darf. So, Cannavaro also zu Lyon. Und der nächste Verein ist on the way, nämlich Borussia Mönchengladbach darf den nächsten Pick machen. Nein, Aito, wir machen komplett random. Jede Runde komplett random. Mittelfeld darf es bei Borussia Mönchengladbach sein. So soll es sein. Mittelfeld. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob da Gladbach gleich jubeln darf. Ladies and Gentlemen, so viele Legenden, so viele geile Spieler. Aber bei Gladbach wird auf jeden Fall Andrea Pirlo spielen! Ohohoho! Und bitte, ab geht's! Zur Elf am Niederrhein. Pirlo! Let's go. Dein neuer Verein. Ab Dezember. So, wunderbar. Ich würde sagen, auch hier wieder ein fantastischer Name gefallen. So, als nächstes in dem Auswahlverfahren ist der FC Augsburg dran. Hast du die Italiener alle noch umgepackt? Ich drücke auf Random Number Generator. Ich habe keinen Einfluss darauf. Es ist absoluter Zufall, dass gerade so viele Italiener kommen. Mittelfeld. Der FC Augsburg möchte sein im Mittelfeld verstärken. Pirlo ist gerade schon weg. Aber ich bin mir sicher, wir haben noch einige andere sehr, sehr geile Spieler im Mittelfeld. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass im FC Augsburg das gleich sehr schmecken wird. Schluss mit Italienern. Das kann ich bestätigen. Ladies and Gentlemen, für Augsburg spielt Luis fucking Figo! Und wir haben Portugal am Start. Deutschland darf bei der EM dagegen dran. Ich würde sagen, Figo in Augsburg, das gibt's nur bei uns. So, Luis Figo für Augsburg. Eieiei, da läuft einem schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Ich sag's euch, das wird ein unfassbar grandioses Projekt. Wirklich. Also unglaublich. So, der nächste Verein, der wählen darf, ist Inter Mailand. Und wir bekommen mit schon. Hallo. Hallo. Geht das jetzt mal nicht schlecht. Inter Mailand darf den nächsten Pick machen. Mittelfeld darf es auch bei Inter sein. Und dann gibt es das auch. Mittelfeld für Inter Mailand. So. Wir werden nach einem Bild suchen, das was taugt.
Sebastian Deisler. Wer weiß, vielleicht. Vielleicht ist es aber auch wieder ein Italiener. Wie Mauro Camoranesi! Camoranesi wird Inter verstärken, bleibt quasi in Italien. Clever. Clever, ladies and gentlemen. Der Mann bleibt in Italien. Da kennt er sich aus. Genau, Stuttgart-Legende. Sagen wir es mal so, die Legende ist zu Stuttgart gewechselt, ja. Ah, schön. So. Noch drei Vereine haben nicht wählen dürfen. Und jetzt ist es Tottenham. Ja, das stimmt nicht. Das sind nicht drei. Never mind. Tottenham ist next. Tottenham entscheidet sich für einen Verteidiger. Verteidiger. Ein sehr wertvolles Gut, das man nicht unterschätzen sollte. Und für die Spurs. Oh, das ist aber ein kleines Bild. Das kann ich euch nicht zeigen. Da haben wir auch noch irgendwann noch was Größeres. Oh, das geht, glaube ich, klar. Wie gesagt, die Verteidiger. Ein sehr wertvolles Gut, das man nicht unterschätzen sollte. Für die Spurs spielt ab nächsten Monat eine wirkliche Legende. Roberto Carlos! Und bitte! Und da kriegen sie einen der Außenverteidiger again! Also nicht der Verein, aber wieder haben wir einen Außenverteidiger hier am Start. Mit einer der Hauptgewinne, Roberto Carlos. Wenn nicht einer der besten Außenverteidiger aller Zeiten. Ladies and Gentlemen. Tottenham Spurs mit Roberto Carlos. Das ist doch mal was. So, vier Vereine sind es jetzt noch, die noch nicht gewählt haben. Und als nächstes ist dran. Oh, Hertha BSC Berlin, die sind nicht da, aber auch die wollten einen Verteidiger. Dementsprechend kümmere ich mich direkt um den nächsten Verteidiger. In dem Fall für Hertha BSC Berlin. Oh, Sekrum ist da? Moment. Sekrum ist da? Ah, oh, interessant. Dann eben zuerst den Stürmer. So ist es so. Vorhin, als ich gefragt habe, war keiner da. Kann ich nicht wissen. Dann machen wir eben zuerst den Stürmer. Und es wird schmecken. Es wird schmecken. Ich bin mir sicher. Ladies and Gentlemen. Wir bleiben nämlich bei brasilianischen Legenden. Rivaldo wechselt nach Berlin. Na, das ist ein Knaller. Roberto Carlos und Rivaldo hintereinander verziehen sich allerdings an komplett andere Punkte auf dieser Karte. So, ja, ist nice, sagt er. Armer Rivaldo wird hier völlig gedisst. So, Hertha und die Brasilianer, man kennt's, ne? So, die Italiener sind jetzt nämlich alle weg, also kommen die Brasilianer. Macht durchaus Sinn. Als nächstes in der Liste ist dran Borussia Dortmund. Borussia Dortmund darf als nächstes picken.
Sturm. Dortmund möchte den Sturm verstärken. Brauchen die Dortmunder wirklich eine Sturmverstärkung? Wir werden sehen. Ob es... Oh, das ist aber ein kleines Bild, das kann ich nicht nehmen. Ob es das ist, was sich Borussia Dortmund als Sturmverstärkung vorgestellt hat. Ladies and Gentlemen, zu Borussia Dortmund wechselt eine Legende wie immer. Jimmy Floyd Hasselbaink! Und bitte, Chelsea-Legende Hasselbaink wechselt zu Borussia Dortmund. Ein schönes Gesicht hat er, oder? That's it, ladies and gentlemen. Jimmy Floyd Hasselbaink. So, zwei Teams durften noch nicht wählen. Und eins der Teams... Nevermind, drei. Kommen immer durcheinander. Und eins davon ist der FC Liverpool! FC Liverpool ist next! Verteidiger! Liverpool möchte... die Verteidigung verstärken. Allerdings, da muss was getan werden bei Liverpool. So soll es sein. Ich bin gespannt, ob es euch gefällt, Ladies and Gentlemen. Zu Liverpool wechselt wieder eine brasilianische Legende, Cafu! Was tatsächlich wieder sehr lecker ist, denn wir haben abermals einen Außenverteidiger erwischt. Crazy, wie ihr die Außenverteidiger rauspickt. Ziemlich, ziemlich krass. Liverpool mit Cafu. So, zwei Teams haben wir noch. Und es sind beides Teams, die bisher... Achso, ne, Moment. Ne, ein Team haben wir noch. Ach, ich komme echt durcheinander, ey. Wait, wen habe ich denn dazu sogar... Habe ich das vergessen einzutragen? Oh, habe vergessen einzutragen. Achso, ne, da habe ich es gemacht. Ach, das ist verwirrend. Okay, Paderborn ist damit das einzige Team, das noch keinen gepickt hat. Ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Nicht, dass er hier einen auf Sekrom macht und rumbrüllt wie ein Verrückter. Ist Paderborn mittlerweile anwesend mit Sonic oder Various? So, geht aber besser. Ihr seid aber schon alle ein bisschen arg krank im Kopf, oder? Da gibt's einen Cafu und er sagt, ist okay, geht besser. Was ist denn mit euch? Ihr wollt auch alle einen 97er Kader haben, oder? Was ist denn mit euch? Jesus Christ. So. Gib mir einen Innenverteidiger. Tja. Ach, Cafu, kannst du auch Innenverteidiger spielen lassen? So. Der SCP ist definitiv nicht da. Also kriegt der SCP jetzt von mir erstmal einen Torwart. Ganz klare Sache. Der SCP kriegt von mir Torwartverstärkung. Und zwar
Dida! Dida, 1 zur Stärkung im Tor für den SCP. Kann man, glaube ich, gerade für einen netten Paderborner Club mitnehmen, ne? Genau, wer meckert, kriegt Strafen. Das sollte ich definitiv mal einführen. Das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. So. Dieser sieht aus wie der Vater von Mbappé. Ja, vielleicht. So. Solange ich die Legenden noch kenne, ist alles gut, weil dann ist der noch gut genug. Vielleicht sind aber die Legenden, die du gar nicht kennst, sogar noch viel besser. Da würde ich wetten. Damit sind wir durch mit der ersten Runde. 18 Legenden haben bisher gewechselt. Paul Scholes, Mehmet Scholl, Edwin van der Sar, Andrea Pirlo, Jimmy Floyd Hasselbank, Gennaro Gattuso, Luis Figo, Cafu, Gianfranco Zola, Andrew Cole, Rivaldo, Mauro Camoranesi, Fabio Cannavaro, Christian Panucci, Dida, Roberto Carlos, Petr Cech und Gabriel Batistuta sind die ersten 18 Legenden, die hier gewechselt sind. Ich werde eben meine Liste aktualisieren, weil ab jetzt geht's wieder quasi, geht das Spiel wieder von vorne los. Also ab jetzt ist wieder alles random quasi. Wer anfängt? Kein Snake-System oder sonst irgendwas. Einfach nur pures RNG. Willkommen in meinem Leben. Pures RNG confirmed. So, muss das hier eben zur Übersicht machen. Und dann kann es auch gleich weitergehen. So. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen in die zweite Runde des Drafts. Und wir fangen an mit Paderborn. Das ist ja witzig. Paderborn, tatsächlich, darf den nächsten Pick machen. Paderborn ist nach wie vor nicht da, kriegt also einen Verteidiger von mir zugewiesen. Als hätten wir das Snack-System. Ist aber tatsächlich Zufall gewesen jetzt. Ein Verteidiger. Alles klar. So. Es ist eine zufällige Reverse Order, kann ich euch nur sagen. Das war jetzt absoluter Zufall. Verteidiger, darf es sein. Numero. Und die Nummer ergibt. Ey, das ist unfassbar, ne? Das ist unfassbar. Was für ein kranker Zufall einfach. Also jetzt kommen wir hier wirklich zu Legenden. Alten Legenden. Davon ein Bild zu finden, ist gar nicht mal so einfach. Das ist gar nicht mal so einfach. Oh. Okay, kann man das erkennen? Oh, schwierig. Ich probiere es mal mit dem Bild. Ich weiß, dass es für einige ein witziger Moment wird. So. Zum SCP wechselt. Und es ist ein absoluter Knaller. Weißt du, schon wieder ein Außenverteidiger? Andreas Brehme! Deutscher Nationalspieler zu guten alten Tagen. Weltmeister und Gamer, danke für den 22. Sub. Es ist schon wieder ein Außenverteidiger. Es gibt so wenig Außenverteidiger-Legenden, ne? Und ihr pickt sie alle nacheinander weg. Irgendwann haben wir nur noch Innenverteidiger. Crazy, ladies and gentlemen. Crazy. So. Andi Brehme. Zu Paderborn. Achso, Moment. Die Farbe hinten. Okay. So, Andreas Brehme. Wunderbar. Wir kommen zum nächsten Verein. Und das ist Borussia Dortmund darf als nächstes seinen Pick abgeben.
Es ist Abwehr. Also, nach dem Stürmer soll es nun die Verteidigung werden. Und mal gucken, wie wir Dortmund noch ein wenig verstärken können. Und ich bin mir sicher, wir werden die Dortmunder Abwehr verstärken können. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Nur das richtige Bild eben noch finden. So. Ladies and Gentlemen. Was ist, wenn keine Abwehr mehr da ist und einer will abwerben? Das wird nicht passieren. Ich habe sehr viele Legenden. Keine Sorge. Ladies and Gentlemen, zu Borussia Dortmund. Wechselt. Oh boy. Paolo Maldini! Oh boy. Oh boy. Das nenne ich mal eine Verstärkung in der Abwehr. Paolo Maldini. Spielt für Dortmund. Ab Dezember. Und der nächste Verein ist der TSG Hoffenheim. TSG Hoffenheim ist nicht da. Dementsprechend gibt es auch hier wieder einen Verteidiger. So, Ladies and Gentlemen, für Hoffenheim gibt es Verstärkung in der Abwehr von niemand geringeren als Javier Zanetti! Wo wir wieder bei Außenverteidigern wären. Ich sag ja, die ganzen Außenverteidiger fliegen einfach raus hier. Es ist unfassbar. Zanetti für Hoffenheim. Ist unfassbar. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich wenig Außenverteidiger, ne? Und ihr pickt sie alle raus. Unfassbar. Der TSG Hoffenheim mit Javier Zanetti. So. Die nächste Mannschaft, die picken darf, ist Inter Mailand. Nach Camoranesi im Mittelfeld soll es also nun ein Stürmer werden. Jetzt muss ich mich zusammenreißen, keine lustigen Bilder zu nehmen. So. Für Inter Mailand darf auflaufen. Ab 6.12. Ein Weltmeister. Jürgen Klinsmann! Jürgen Klinsmann spielt für Mailand. Der deutsche Weltmeister. Und bitte. Der Klinsi! Er ist es. Er ist es einfach. So, Jürgen Klinsmann für Inter Mailand. Und wir kommen zu Olympique Lyon als nächstes.
Und wisst ihr, was das Geile ist? Ja, ihr lullt hier und ihr lacht jetzt vielleicht. Aber wartet's nur ab. Ihr spielt dann gegen Inter und der Cleansee schießt euch 3-0 vom Platz. Und dann, wer lacht dann? Wartet's nur ab. Ihr müsst aufpassen. Das nennt man nämlich Karma. Wartet's nur ab. Stürmer darf es für Olympique Lyon sein. Nach Fabio Cannavaro, nach der sehr guten Verteidiger, nach dem Upgrade, soll es nun also ein Stürmer werden. Es wird nicht Jürgen Klinsmann sein. So viel kann ich euch verraten. So, für Olympique Lyon haben wir Didier Drogba, wo wir wieder bei Chelsea wären. So, Cookie, danke schön für den 19. Sub. Klinsmann 89 bis 92 bei Inter gespielt, verstehe die Lara nicht. So. Haben wir das geklärt. Wir haben Hummels und Maldini. Klinsmann wird kein Tor gegen uns machen. Vielleicht. Wer weiß das? Das ist 10-mal besser als Klinsmann. Uff, was hat denn ich gegen Klinsmann? Was soll denn der Hass? Junge, Junge, ey. Brauchen keine Legenden mehr. Lyon hat das Spiel offiziell durchgespielt. Didier Drogba für Lyon. Ich glaube, da passt da ganz gut rein, wenn ich ehrlich bin. So. Next in line ist Liverpool. Liverpool darf zu Cafu den nächsten Spieler holen. So, nun soll es also im Mittelfeld vorwärts gehen. Mittelfeldspieler, sage ich euch, gibt's wie Sand am Meer. Gab aber auch einfach viel zu viele gute Mittelfeldspieler auf dieser Welt, oder? Und für Liverpool darf ein Mann spielen, der sich zumindest mit der Liga auskennt. Ladies and Gentlemen, sehr starke Verpflichtung, Ryan Giggs, einer der auch tatsächlich sehr, sehr seltenen Außenmittelfeldspieler, tatsächlich, Ryan Giggs für Liverpool. Wir haben eine Menge Hauptgewinne noch, keine Sorge. So. Ryan Giggs für Liverpool. Ja, genauso wie bei den Verteidigern sind auch linke Mittelfeld- und rechte Mittelfeldspieler sehr, 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 sehr rar. Aber offensichtlich habt ihr alle Bock auf Außenspieler. Die werden halt dann weggepickt, ne? So einfach ist das Leben. Unser nächstes Team ist der SC Freiburg, der als nächstes picken darf. Tja, Menu-Legende zu Liverpool. So kann's laufen. Es läuft alles schlecht über uns in Ems. Tja, was soll ich sagen, ne? So, der Borussator sagt, es soll das Mittelfeld werden. Wenn es in der Abwehr schon nicht mit einem Deutschen klappt, dann vielleicht mit einem Mittelfeldspieler?
so. Ladies and Gentlemen, im Mittelfeld für Freiburg gibt es einen WM-Finalspieler, Bernd Schneider! Der Traum geht in Erfüllung von einem deutschen Spieler. Freiburg kriegt Bernd Schneider. Unglaublich, dass du das Glück tatsächlich hast. Unfassbar. Bernd Schneider. Zweimal Vizemeister mit Leverkusen und WM 2002 Finalspieler. Okay, und ich sehe schon wieder, es geht direkt bergab. Ihr seid alle viel zu verwöhnt. Das Internet hat euer Hirn verbrannt. Ihr könnt alle nicht mehr klar denken. Manche Leute werden sehr froh über sowas. Willkommen zu Eintracht Frankfurt, von und zu. Was darf's sein? Ich wollte eigentlich Ballack. Tja, der Pool ist groß. Rosato, du hast eh schon so viel Schwein gehabt, der jetzt für einen Deutschen. Abwehr. Nach Gattuso soll es nun also ein Abwehrspieler sein. Für Frankfurt. Boah, ey, da läuft so echt eiskalten Rücken runter. So. Für Eintracht Frankfurt haben wir in der Abwehr Marcel Desailly! Oh boy! Auf geht's! Desailly zu Frankfurt! Es ist tatsächlich mal ein Innenverteidiger wieder. Sowas soll es also auch noch geben. Es gibt Innenverteidiger in diesem Spiel. Fantastisch, oder? So. Das kann sich sehen lassen. Und wir haben als nächstes den FC Schalke 04. Schalke möchte nach der Top-Verpflichtung eines Stürmers nur also das Mittelfeld verstärken. Und das werden sie auch ganz bestimmt. So viel ist sicher. Da muss man nur noch ein richtiges Bild finden. Für Schalke darf spielen. Kaka! Krasser Draw. Richtig krasser Draw. Kannst du nichts anderes sagen? Kaka für Schalke nach Jin Sola ist ziemlich heftig. Thiago Casola und Kaká. Junge, Junge. Schalke hat auf jeden Fall extremes Interesse. So, nicht verzagen, es ist noch genug da. Dessert darf für Galatasaray Istanbul den nächsten Pick bekannt geben. Schalke nervt schon wieder. Okay, haben wir das auch geklärt. Einen Verteidiger. Soll es sein, nach Stürmer Andrew Cole gibt es nun für die Verteidigung
Oh boy. Oh boy, jetzt wird's wirklich alt. Ja, jetzt wird's wirklich, wirklich alt. Oh shit. Da war ich mir noch nicht mal sicher, ob ich den reinnehme. Weil das ist jetzt wirklich sehr alt. Ja. Aber es ist halt auch irgendwo geil. Aber den meisten von euch wird das nicht sagen. Aber die sich mit Classic Fußball auskennen, die gehen auf jeden Fall steil jetzt. Mal gucken, ob diesen Mann irgendjemand erkennt. Jetzt bin ich gespannt. Ihr wolltet ja unbedingt mal ein Schwarz-Weiß-Foto. Ladies and Gentlemen, hier haben wir ihn. Die erste Mega-Legende. José Emilio Santa Maria. Oh boy, wer kennt den noch, ha? Damals mit Di Stefano und Puskas, so die ganz alten Herren. Hier drei Champions League-Pokale. Weltbekannt eigentlich. Legendärer Name, legendärer Spieler. Deswegen gibt's ihn auch bei uns. Ja? Richtig, richtig heftige Abwehrverpflichtung. José Emilio Santa Maria. Fiesterbull. Den sollte man kennen, wenn man Fußballfan ist. Das sehe ich ganz genauso. Zumindest mal gehört haben. Man muss ihn nicht spielen haben sehen, logischerweise, aber zumindest sollte man mal was gehört haben oder in irgendwelchen alten Dokumentationen. Da fällt dieser Name sehr gerne mal. Viel, viel erreicht der Mann. So, wir haben aber immer noch ein paar Leute offen für diese Runde, nämlich Hertha BSC Berlin. Ist denn der Sekrom immer noch da? Mittelfeld. Es soll das Mittelfeld sein. Nach Rivaldo gibt es folgende Legende für Hertha BSC Berlin. Wesley Sneijder! Holländische Legende geht nach Berlin! Guten Abend, Juli! Ein sehr offensiv angelegter Mittelfeldspieler. Wir haben als nächstes Arsenal London. Arsenal London darf als nächstes seinen Pick abgeben. Einen Verteidiger nach Paul Scholes geht es also nun Richtung Verteidigung. Und in der Verteidigung das ist in der Tat sehr interessant. Uff, und vor allem hier ein gutes Bild finden. Das ist definitiv schon etwas älter, aber das spielt ja keine genau. Ja, Drogon, gib durch. Für dich gibt es aber auf jeden Fall als Verstärkung in der Verteidigung. Ja, Pstam! Und bitte, der Innenverteidiger Jaap Stam wechselt
zu Arsenal. Was witzig ist, als alter Manchester-Spieler. So. Du kennst Japsdam nicht, wirklich nicht. Das ist eigentlich schon ziemlich traurig. So, Sturm und Mittelfeld haben wir dann nochmal. Das würde passen. Ich habe das notiert. Sie sind entlassen für heute, Drogon. So. Und Serp muss auch los. Verteidiger Mittelfeld. Ich notiere es, mein Lieber. Auch dir wünsche ich einen schönen Abend. Ist notiert. So. Haut rein, mein Lieben. Wir machen natürlich weiter. In unserer Liga. Wir haben noch nicht mal Halbzeit, Leute. Wir haben noch nicht mal Halbzeit. Wir haben noch einiges vor heute. Nächstes Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach darf den nächsten Pick wählen. Deutschland hat eine ganz schöne Knallergruppe zur EM, gell? Junge, Junge, ey. Haben wir Borussia Mönchengladbach noch da? Maurice sagt, Stürmer darf es bei Borussia Mönchengladbach sein. Also nach Andrea Pirlo, was auch schon ein absoluter Top-Notch-Draw war, kriegen wir jetzt mal wieder einen Stürmer am Start. Ja, Todesgruppe, ne? Kann man nichts machen. Witzig, wir haben gerade noch einen Spieler zu diesem Verein geschickt. Jetzt kommt der Spieler vor allem daher. Ladies and Gentlemen, zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Dennis Bergkamp. Auch Premier League Legende. So. Ich würde sagen, auch hier eine Top-Verpflichtung für Borussia Mönchengladbach. Das ist ein großer. So. Fünf Teams haben wir, die noch nicht picken durften, wie zum Beispiel der FC Augsburg. Ist next. Augsburg möchte nach Luis Figo den Sturm verstärken. Und ich kann nur sagen, Augsburg, man sollte sich in Acht vor Augsburg nehmen. Ladies and Gentlemen, für Augsburg ab 6.12. spielt niemand Geringeres als Christian Vieri! Wahnsinnspick! Luis Figo und Christian Vieri. Augsburg sollte man absolut beobachten. Masul, Dankeschön für den dritten Sub. Vielen lieben Dank. Christian Vieri, Inter Mailand, Legende und italienischer Nationalspieler natürlich. Ganz großes Kino, was hier teilweise so passiert. Wir haben als nächstes Bayern München. Bayern München hat ist zwar nicht aktiv gerade, wird allerdings einen Verteidiger nun zugewiesen bekommen.
Oh, das ist krass. Das ist ein kranker Zufall. Oh ja, okay, das ist ein absolut kranker Zufall. Ja, da finde ich da auch direkt das lustigste, passendste Bild. Das ist ein Wahnsinnszufall, was RNGesus uns hier gerade beschert. Ladies and Gentlemen, für die Bayern! Philipp fucking Lahm! Und wir wären wieder bei einem Außenverteidiger, wohlgemerkt. Und damit haben wir wirklich nicht mehr viele Außenverteidiger. Ich glaube, es sogar nur noch 5 oder 6. Also wirklich nicht mehr viele. Oh boy. Ladies and Gentlemen, Philipp Lahm wechselt zu den Bayern. Verrückt. Verrückt. Verrückt, dass RNGesus Lahm zu den Bayern schickt. So, 2 noch, dann haben wir Halbzeit. Ich hoffe, diesmal liege ich richtig. Nein. Tue ich nicht. 3. AS Rom ist next. Ich bin mir sicher, dass der liebe Storm Shadow sich sehr freuen wird über diese Auslosung. So, AS Rom darf seinen Kader verstärken. Ebenfalls mit Verteidigern. Ja, Verteidiger sind schon viel wert. Mehmet Scholl war der erste Pick. Da haben viele drüber gelächelt. Mal sehen, wie es nun ist, wenn wir Richtung Verteidigung blicken. Aber ich kann euch nur sagen, das ist eine sehr, sehr athletische Legende, die hier zu AS Rom wechselt. Aus England. Saul Campbell. Und ich würde sagen, da ist er, der Innenverteidiger. Tatsächlich. Saul Campbell wechselt zu AS Rom. Da kriegt man eigentlich genau das, was man sich wünscht. So, 2 Teams noch, dann ist Halbzeit. Da brauche ich auch ganz dringend mal was Neues zu trinken. Ich rede mir hier den Mund fuselig. Tottenham Hotspurs sind die Nächsten, die nach Roberto Carlos ihren nächsten Pick machen dürfen. Endlich Innenverteidiger, nicht wahr? Nun soll es das Mittelfeld sein, nach Roberto Carlos. Mal gucken, was wir für euch haben. Das ist ein altes Bild, aber das passt. Das passt, denke ich. Ladies and Gentlemen, nach Roberto Carlos gibt es nun auch noch fürs Mittelfeld niemand Geringeres als Emmanuel Petit! Und los geht's! Damit haben wir eine Real-Legende und eine Barca-Legende, so ungefähr. Da hat wer Bock. Da hat wer Bock. So, und da wir beide gleich los müssen, gibt es noch Stürmer und Mittelfeld bei den letzten beiden Picks. Alles klar. Werde ich mir so notieren. So, Emmanuel Petit ist es auf jeden Fall. Den kennst du gar nicht, um ehrlich zu sein. Oh, weia. Oh, weia. Kann man vielseitig einsetzen. Werder Bremen ist obviously der letzte Verein, der jetzt noch picken darf. Die Wartezeit ist vorbei. Wir nehmen Mittelfeld. Schreit so das nicht die ganze Zeit nach einem Verteidiger? Es wird Mittelfeld für Werder Bremen. Details. Das war natürlich sehr geil.
Und so. Mittelfeld für Werder Bremen. Dann würde ich sagen, Bremen, da verstärken. Claude Makélélé! Defensiver Mittelfeldspieler von Chelsea. Nun bei Werder Bremen. Thorsten Frings ist auch gewesen, ne? So, Freddy super unzufrieden. Welcome to life. Claude Makélélé. Vor allem Scheiß-Pick, Alter. Wahrscheinlich besser als komplette defensive Verteidigung-Mannschaft als von Bremen, ey. Aber du hast ja so einen Hass auf deine Chelsea-Legenden, nicht wahr? Tja. What's up? Am Ende ist Makélélé der beste Mann. So. Aber der Chelsea-Hass ist auf jeden Fall real. Ich habe das definitiv verstanden. So, damit haben wir Halbzeit. Ich sortiere neu. Denn selbstverständlich werden die Legenden auch nicht mehr am Ende des Tages. So, wir haben als kleines Update in der zweiten Runde der Picks Jaap Stam gehabt. Saul Campbell, Philipp Lahm, Dennis Bergkamp, Paolo Maldini, Marcel Desailly, Christian Vieri, Ryan Giggs, Kaká, José Emilio Santamaría, Wesley Sneijder, Jürgen Klinsmann, Didier Drogba, Bernd Schneider, Andreas Brehme, Emmanuel Petit, Javier Zanetti und Claude Makélélé. Siehst du, Makélélé ist großartig. Ja, aber der hat halt Hass auf Chelsea-Spieler. Ich würde auch sagen, dass Makélélé eine insane Bereicherung für dein Mittelfeld ist. Aber hey. Was soll ich sagen? So, wir werden gleich die nächste Welle machen. Wir haben mittlerweile 7 Vereine, die nicht mehr anwesend sind. Ah, nee, das stimmt nicht. 6. Sekunde ist ja da. Okay, und wir erwarten Angebote für Makélélé. Na, da bin ich mal gespannt. Was ich jetzt noch machen muss, ich hole mir mal eben Aperle. Ich muss mir meine Stimmbänder anfeuchten. Dieses atemberaubende Gerede macht meine Stimmbänder kaputt. Ich bin sofort wieder da. Macht euch jetzt nochmal Gedanken nach euren ersten 2 Picks, was ihr tatsächlich braucht. So, Ladies and Gentlemen, da sind wir wieder. An der Stelle möchte ich nochmal den Hinweis rausgeben, dass ich das zusammen mit der NGL veranstalte, mit der National Gaming League. Wir werden allerdings nicht nur die Fantasy-Liga hier am Start haben, sondern selbst ihr habt noch die Möglichkeit, nicht nur interaktiv hier bei der Fantasy-Liga mitzuspielen, sondern auch noch richtig am Controller, denn wir veranstalten auch noch hoffentlich einmal im Monat ein PES-Turnier. Am 13.12. wird das Ganze stattfinden, das erste bereits, und es gibt für den Sieger des Turniers innerhalb dieser Community einen 50€ Steam-Gutschein und für den Zweitplatzierenden sogar auch noch einen 25
Euro-Gutschein. Das bedeutet also 75 Euro gibt es in diesem Turnier im Gesamtpaket zu gewinnen. Mitmachen könnt ihr eigentlich ganz simpel. Gebt einfach mal Ausrufezeichen NGL ein. Da gibt es einen Link zu dem NGL-Formular, falls es euch interessiert. Ansonsten guckt trotzdem mal bei der NGL-Seite vorbei. Das ist eine Turnierseite, wo es regelmäßig großartige Gewinne gibt für alle möglichen Sachen. Madden, NBA, FIFA, PES, alles Mögliche. Schaut einfach mal vorbei. Ich bin gespannt. So, nebenbei um 15 Uhr ist das Transferfenster offen. Das Transferfenster offen ist, wenn ich das sage. So. So, ich habe es auch nochmal in den Channel geschrieben. Keine Transfers, ehe der Transfer, der Draft vorbei ist. Ich dachte eigentlich, dass ich bis 20 Uhr fertig bin. Aber wir machen das ja ein bisschen cooler hier. So. So. Wir machen also weiter mit unseren Spielern. Wir können ja mal... Wir können also eben ein bisschen Gas geben, weil ich beim vielen auf keine Antwort warten muss. Wir haben jetzt als nächstes Eintracht Frankfurt. Von und zu. Das. Oh, das war traurig. Prost. So. Sturm. Von und zu möchte jetzt den Sturm verstärken. Wir haben noch keinen neuen Stürmer bei Eintracht Frankfurt. Und deswegen wird es werden. Ach, Leute. So viele Legenden. Von und zu kriegt als Verstärkung für den Sturm bei Eintracht Frankfurt eine deutsche Legende. Oliver Bierhoff. Ah, der passt wunderbar zu Frankfurt. Ich glaube, der passt da richtig gut rein, oder? Guten Abend, Chaos. Moin, moin. So. Okay, und Paddel sagt Schmutz. Ich wünsche dir jetzt schon, dass der Bierhoff dir einen richtig schönen Doppelpack einschenkt. Einfach nur als Karma-Klatsche ins Gesicht. Oliver Bierhoff für Eintracht Frankfurt. Immer die anderen Spieler schlecht reden. Ihr seid böse Menschen. Keiner mag euch. So. Haben wir das auch geklärt. Oliver Bierhoff. Der nächste Verein ist der FC Augsburg. Der FC Augsburg darf den nächsten Spieler wählen. Wie auch für Torschützenkönig. So haben wir das auch geklärt. Verteidiger wird es. Alles klar. Wir haben ja bereits Mittelfeld und Sturm abgedeckt. Nun wird es also ein Verteidiger. Und es ist... Oh, shit. Okay. Oh, boy. Oh, Augsburg. Oh! Oha. Oh boy, da muss ich erstmal das passende Bild finden. Einen Augenblick.
Oh. Ja, manchmal gibt's auch Knaller, wo ich immer wieder in Staunen komme. Ladies and Gentlemen, für den FC Augsburg wird spielen Paul Motherfucking Breitner! Junge, Junge, Junge! Das nenne ich mal eine Verpflichtung. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Einer der besten Verteidiger, die Deutschland je gesehen hat. Paul Breitner. Da kann man schon mal Kappa rausmachen. Richtig. Absolut überkrasse Verpflichtung. Spielt linken Verteidiger, ist damit wieder einer der seltenen Außenverteidiger und wird wahrscheinlich richtig heftig eskalieren. Da bin ich ja glatt überzeugt. Paul Breitner. So. Wir kommen zu unserem nächsten Team. Der SC Freiburg. Der SC Freiburg. Gefühlt jeder Verteidiger ist außen. Glaub's mir, es kommen jetzt gleich nur noch Innenverteidiger. Augsburg hat Breitner, Figo und Vieri. Das ist komplett richtig. Das ist richtige Eskalation bei Augsburg. Mittel vielleicht klappt es nun mit Ballack. Also Bernd Schneider gab es schon fürs Mittelfeld. Freiburg möchte weiter am Mittelfeld im Mittelfeld arbeiten. Ob es jetzt mit Michael Ballack klappt? Oh shit, hier kommen aber auch teilweise Kracher raus, ne? Da gehe ich steil. Hier erwarte ich so einige Pocks gleich. Da bin ich mir schon fast sicher. Ladies and Gentlemen, zu Freiburg wechselt eine Legende, die wahrscheinlich wirklich jeder kennt. Ladies and Gentlemen, Edgar David! Oh shit, ey. Das ist eine Verpflichtung. Darauf ein Schlückchen. Ich sag doch, das ist ein Pock. Junge, Junge. Super Verpflichtung für den SC Freiburg. Edgar Davids. Der Hauptpreis ist noch nicht in der Verlosung. Ich dachte, Pizarro spielt schon bei dir. Hahaha. Ha, ha. Tatsächlich ist der Hauptgewinn ist noch nicht gepickt. Sozusagen. Wobei man das aber natürlich sehen kann, wie man will. Ne, ob das ein Hauptgewinn ist oder nicht. Das kann man sehen, wie man so. Als nächstes haben wir Galatasaray. Wir haben gerade schon mitbekommen, Serd ist gegangen. Hat keine Zeit mehr. Was aber auch nicht schlimm ist, wir weisen ihm jetzt einfach einen Verteidiger zu, wie er es sich gewünscht hat. Und so wird wenn man das richtige Bild noch findet für Galatasaray auch noch Gianluca Zambrotta spielen. Fun Fact, wieder Außenverteidiger. Es ist unglaublich. Es gibt wirklich nicht so viele. Es ist unglaublich. Crazy. Also ich sag's mal so viel. Aktuell gibt es doppelt so viele Innenverteidiger wie Außenverteidiger, ne?
Es ist einfach absoluter Zufall, was hier gerade passiert. Mehr als doppelt so viele. Mehr als doppelt so viele. Das ist crazy. Dass immer genau die kommen, ey. So, wir haben als nächstes Hertha BSC Berlin. Sikrum. Es ist krass, dass so viele Außenverteidiger weggehen. Hätte ich halt wirklich nicht gedacht, das stimmt schon. Einen Verteidiger nach Rivaldo und Snyder wird es also nun ein Verteidiger werden. So, für Hertha BSC Berlin gibt es nicht nur eine Bundesliga-Legende, sondern auch einen Champions-League-Sieger, Jürgen Kohler! Jürgen Kohler, 1997 war es, oder? 97? Ne, ich glaube 97. Mit dem BVB! Champions League Sieger gewonnen. Jürgen Kohler, und bitte. Hadl, reiß dich am Riemen, sonst gibt's Geldstrafe wegen Maul zerreißen. Nimmt man, könnte aber besser sein. Ja, ja. Ihr könnt nie genug, ihr kriegt nie den Mund zu voll. Weißt das? Das ist mir, das habe ich heute Abend schon kennengelernt. So, wir kommen zu Werder Bremen. Werder Bremen ist next. Teufelskerl der Hadecki. Geht auch schon. So. GMD, ja, das ist krass. Es ist jetzt endlich Zeit für einen Verteidiger bei Werder Bremen, ja? Alles klar. Ein Verteidiger für Werder Bremen. Alles klar. Das ist auch ein Kracher. VSS Puyol. Ladies and Gentlemen, für Werder Bremen darf ab Dezember spielen Matthias Sammer! Und das ist der nächste Dortmunder. Was für ein krasser Zufall. Oh boy. Kohler und Sammer, zwei deutsche Legenden, werden hier nacheinander verpflichtet von Berlin und Bremen. Wir bleiben einfach, die Deutschen bleiben der Bundesliga einfach treu. Ich sehe schon, da gibt es keine Diskussion. So. Sag mal, was ist denn hier los? Ich glaube, es hackt hier. Ladies and Gentlemen, das ist es. So. Der nächste Club, der hier wählen darf, ist Paderborn. Paderborn ist mittlerweile nicht mehr da. Paderborn hat sich einen Mittelfeldspieler als nächstes gewünscht. Und wird diesen selbstverständlich von mir auch bekommen. Und zwar diesen hier. Nach Paderborn wechselt Daniel Rossi! AS Rom! Legende. De Rossi wechselt zu Paderborn.
So, es sind hier noch einige super krasse Namen nicht gefallen, Leute. Ja? Fake, der spielt noch. Das spielt ja keine Rolle. Das ist der Junge, der Rossi, ja. So. Huch. So, der nächste Club, der wählen darf, ist der FC Bayern München. Dieser bekommt nun für seine Nichtanwesenheit einen Mittelfeldspieler. Und ich sag's mal so, es könnte wieder ein Bayern-Spieler sein. Da wäre schon noch was zu holen. Aber wird das so sein? Ich sag's mal so. Da geht eine Legende nach München. Ladies and Gentlemen. Frank Lampard! Ich sag ja, da geht eine Legende nach München. Frank Lampard ist es, der sich dem Münchner Club anschließen wird. Und der nächste Club ist Borussia Mönchengladbach. Eigentlich lustig, oder? Bayern kriegt Frank Lampard, die das Champions League Trauma gegen Chelsea hatten. Und Bayern kriegt Edwin van der Sar, Champions League Trauma gegen Manchester United. Ist das nicht irgendwie total krass? Maurice möchte für Borussia Mönchengladbach nun einen Verteidiger noch verpflichten. Und ich bin mir sicher, das wird er. Oh, und wie er das wird. Und wie er das wird, ladies and gentlemen. Ich freue mich, bei Borussia Mönchengladbach begrüßen zu heißen. Zu dürfen, natürlich, logischerweise. Niemand Geringeres als Roberto Ayala! Argentinische Legende und Innenverteidiger, tatsächlich. Glaubt man's oder glaubt man's nicht? Ayala für Borussia Mönchengladbach. Wir haben natürlich noch ein paar Clubs offen, wie zum Beispiel Inter Mailand mit dem nächsten Pick. Ein Verteidiger soll es werden bei Inter Mailand. Nach Camoranesi und Jürgen Klinsmann verstärkt man die Verteidigung noch ein wenig. Gerade wieder etwas älter, ich muss also nach den richtigen Bildern suchen. Das war gar nicht so einfach. Uff. Schön, das ist aber ganz schön schwierig, ja. Ja. Ich hoffe, das geht klar. Wird schon passen, Ladies and Gentlemen. Für Inter Mailand wird spielen Liverpool-Legende Allan Hansen! Innenverteidiger.
Wir haben die Innenverteidiger jetzt, Leute. Die Innenverteidiger kommen jetzt. Hoppala. So. So, wer hat noch keinen Innenverteidiger? Wer braucht noch einen? Könnte man sagen. Wir haben als nächstes Hoffenheim. Hoffenheim ist nicht mehr anwesend, möchte aber einen Mittelfeldspieler haben. Und wir haben im Angebot für den TSG Hoffenheim Yaya Touré! Yaya Touré wird als defensive Mittelfeldlegende zu Hoffenheim wechseln. Sieben Teams haben noch nicht picken dürfen, unter anderem AS Rom. AS Rom ist next. Was darf es für AS Rom sein? Es wird sich ein Verteidiger gewünscht. AS Rom mit dem Verteidiger. Wir wollen also tatsächlich doppelt die Verteidigung verstecken. Und man callt einen Innenverteidiger. Ob das passieren wird? Ich sag's mal so. Man wird ganz sicher nicht enttäuscht sein. Man möchte einen Innenverteidiger. Und man wird eine Innenverteidiger-Legende bekommen. So viel steht fest, Ladies and Gentlemen. John Terry! Und bitte. John Terry! Habe ich zu viel versprochen? Für AS Rom. Ich bin mir sicher, dass das eine sehr gute Bereicherung für die Innenverteidigung ist. Kayubi, ich danke dir für den 30. Sub und vorhin habe ich Elvolvo noch, glaube ich, übersehen für den 37. Sub. Vielen lieben Dank. So. Next in line wäre Olympique Lyon. Mittelfeldspieler. Ja, wir haben Cannavaro und Didier Drogba bereits. Jetzt soll das Mittelfeld noch verstärkt werden. Oh boy. Oh boy. Der Name fiel heute schon etliche Male. Tatsächlich. Also bin ich mir sicher, dass es Pox im Chat hageln wird. Für eine absolute Legende. Steven Gerrard! Also besser kannst du dein Mittelfeld kaum verstärken.
Steven Gerrard wechselt zu Olympique Lyon. Und bitte. Das dachte ich mir, Leute, dass das einige wurmen wird, dass Gerrard nun vergeben ist, und zwar bei Olympique Lyon. Der nächste Verein in unserer Liste ist Borussia Dortmund. Wen darf es nach Paolo Maldini und Jimmy Floyd Hasselbaink denn noch sein? es sind sehr viele Lost hier. Liverpool möchte sich offiziell beschweren. Warum? Weil Aaron Jesus nicht in deinem Leben vorhanden ist? Tja, bist du bei mir. Selber schuld. So, hallo Schunz. Mittelfeld. Sascha möchte das Mittelfeld verstecken. Paolo Maldini, Verteidiger. Hasselbaink, Sturm. Jetzt ist das Mittelfeld dran. Und im Mittelfeld haben wir jetzt gleich eine sehr interessante Person in einem Dortmunder Trikot. Definitiv. Würde man niemals in einem Dortmund-Trikot erwarten, Ladies and Gentlemen. Wir kriegen einen Weltmeister. Sebastian Schweinsteiger. Schweini läuft für den BVB auf. Ab die Post. So, sehr gut, Schulz. Da kannst du ja gleich nachher mit uns das Finale genießen. So. Ja, moin. Komm rüber, Schweini. Dortmund freut sich über diese Verpflichtung. So, bald ist auch die dritte Welle durch. Unter anderem nach dem Pick von Schalke. Witzel und Schweini. Schalke ist next. Schalke darf nun auch seinen dritten Wunsch äußern. Angriff! Nach Sola soll der nächste Stürmer die Schalke verstärken. Ich sehe schon, die Schalke brauchen dringend, haben Sturmbedarf. Und wir kommen tatsächlich mal wieder zu einem Spieler. Aus der etwas älteren Generation. Den aber sicherlich einige kennen werden. Und ich mir sogar durchaus vorstellen kann, dass sich einer der Schalker extrem freuen wird. Möglicherweise. Ladies and Gentlemen, ich stelle vor, für Schalke im Sturm Jari Littmanen! So. Sturmverstärkung Deluxe bei Schalke 04. Ich hab's ja schon mal gesagt, macht euch nicht so viel Gedanken über diese Werte. Über Werte im Allgemeinen. So. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, drei Vereine haben wir noch. Drei Vereine sind noch offen. Dann haben wir auch das durch. Und wir kommen als nächstes zu Tottenham Hotspur. Die wollten einen Stürmer, die sind aktuell nicht mehr da. Ein Stürmer also. Und für Tottenham wird auflaufen Samuel Eto'o. Samuel Eto'o
für Tottenham. Und last but not least, der FC Liverpool. Absolute Legende, da stimme ich euch zu. So, Verteidiger. Also nach Cafu und Ryan Giggs soll noch weiter die Verteidigung verstärkt werden. Ich verstehe an der Stelle, warum nicht unbedingt ein Stürmer gesucht wird bei Liverpool. Da gibt es wohl nicht viele Gründe für. Es wird sich ein Innenverteidiger gewünscht. Ob das wohl passiert, kann man nie wissen. Ladies and Gentlemen. Erstmal ein gutes Bild für finden. Das kriegen wir, glaube ich, hin, oder? Das sieht gut aus. Ladies and Gentlemen, für den FC Liverpool in der Abwehr habe ich nochmal ein Schmankerl. Lil Thuram! Was geht ab? Da ist der Innenverteidiger, der sich gewünscht wurde. Und das, glaube ich, ist eine insane Bereicherung für den Liverpooler Kader. Gar nicht so schlimm, dass man in der Liste als fast letztes drankommt. Oder sehe ich das falsch? Thuram für Liverpool. Den hat Chris sich gewünscht. Ist es so? Lucky son of a gun. So. Und wir kommen dann dementsprechend zum letzten Verein, der in der Liste Arsenal London wäre. Arsenal London ist mittlerweile weg, hat sich aber einen Stürmer gewünscht. Also werden wir einen Stürmer selbstverständlich auch Arsenal London noch zuweisen. Und das wird sein... Das ist... Ähnlich, aber nicht dasselbe. Für Arsenal London gibt es einen anderen Premier League Legendenspieler. Michael Owen! Michael Owen! Bei Gladbach hat er es mit seinem Sohn gespielt, so sieht's aus. Michael Owen wird Arsenal London im Sturm verstärken. Wunderbar. Und damit kommen wir auch gleich schon zum fast Finale. Die letzten Picks werden nämlich jetzt gleich gewählt. Schon fast schade. Ich habe sehr viel Spaß hier. Und es ist ein sehr, 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 sehr schönes Projekt, was wir hier machen. Und ich hoffe, dass das lange sehr erfolgreich laufen wird. So, ich bin wieder am Sortieren. Ihr wisst Bescheid. Da kommt man nicht drum rum. Oh, wisst ihr, was das Krasse eigentlich an der ganzen Geschichte sein wird? Dass so viele Legenden quasi nicht am Start am Ende sein werden. Die einfach halt da sind, aber so gar nicht so viele gepickt werden können. Das wird insane. Das wird insane, wenn man mal drüber nachdenkt, was alles so quasi auf der Bank sitzen wird, also auf der Bank, also wirklich gar nicht spielen wird. Vielleicht in der nächsten Saison. Leute, vielleicht in der nächsten Saison. Aber warten wir es ab. Noch ist der Spaß nicht vorbei. Macht euch jetzt nochmal absolute Gedanken, was ihr jetzt an dieser Stelle... euer Team gebrauchen könnt.
So, ich denke. Oh, Moment. Gar nicht so einfach, alles alleine zu managen. Das könnt ihr mir glauben. Oh, jetzt habe ich endlich alles in der Übersicht, oder? Ja, okay, ich bin fertig. Boah, ist echt sehr, sehr anstrengend alleine. So, wir kommen zur letzten Runde. Ladies and Gentlemen. Legenden können nicht gekauft werden. Wer jetzt unter den letzten 18 nicht dabei ist, wird diese Saison... Wir haben heute erst einen Advent. Hä? Ist das nicht morgen? Morgen? Will die von mir? ich habe gerade einen ersten Advent Gruß bekommen. Dachte mir, was? Wer jetzt nicht gepickt wird, wird für diese Saison nicht spielen. Und es werden eine Menge Leute nicht sein. Und es wird mich traurig stimmen. Egal. Ladies and Gentlemen, der erste Verein, der die letzte Runde des Drafts sagen darf, ist der FC Bayern München. Der FC Bayern München ist nicht da, aber das macht nichts. Wir haben für den FC Bayern München bestimmt noch einen Stürmer. Denn der FC Bayern München braucht neben Lewandowski noch eine Tormaschine. Ob sie das bekommen werden, ist die Frage. Werden sie? Wer kann neben Lewandowski spielen und nicht alt aussehen? Chat darf nun seine Meinung abgeben zur Bayerns Verpflichtung von Hernan Crespo. Hernan Crespo und Lewandowski. Argentinien und Polen wollen die Liga zerschießen. Schwierig ist also die Reaktion. I see. So. Das war das Falsche. Das ist das Richtige. Hernan Crespo ist es also. Und als nächstes kommen wir zu Olympique Lyon. Ninja Ratte, vielen lieben Dank für den 37. Sub an der Stelle. Einen Verteidiger soll es noch geben. Olympique Lyon bisher mit Cannavaro, Didier Drogba und Steven Gerrard haben also jeweils aus jeder Position eingewählt und sich nun entschieden, dass sie noch einen Verteidiger haben wollen, neben Cannavaro. Und... dieser Verteidiger... braucht erstmal ein gutes Bild. Ja, okay. Das nehmen wir. Und dieser Verteidiger ist einer von diesen legendären Außenverteidiger. Gary Neville! Gary Neville darf Olympique Lyon verstärken. Ja, Hernan Crespo hätte gut gegen neben Batistuta gepasst. Hätten wir aber auch einfach gleich das argentinische Nationalteam nehmen können, oder? So. Es ist Gary Neville, der Olympique Lyon hier
noch verstärken wird. Bam, 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 bam. Und der nächste Club in unserer Liste ist Paderborn. Paderborn ist wahrscheinlich noch nicht im Schlummerland, aber vielleicht einfach unterwegs Samstagabend. Kann man keinem verübeln. Sie haben sich noch einen Stürmer gewünscht. Paderborn hat sich noch einen Stürmer gewünscht. Und sie werden einen Stürmer kriegen. Versprochen. Ladies and Gentlemen, zu Paderborn wechselt Ruud van Nistelrooy. So. Was ist viermal genau genommen? Was ist insane? Killer, mein Lieber. 50 Monate Check. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ruud van Nistelrooy spielt für Paderborn. Da kommen schon so ein paar nette Namen zusammen, nicht wahr? Next in our line ist AS Rom. Okay, und nach AS Rom zum SCP. Beste Karriere. Macht euch nicht lustig. Ihr werdet schon sehen. Man weiß es nie. Wir haben bei AS Rom noch eine Verstärkung. Wir haben Mehmet Scholl, Sol Campbell und John Terry. Dementsprechend ein Verteidiger kann nicht mehr gepickt werden. Soll es nur noch ein Mittelfeldspieler oder ein Angreifer oder vielleicht sogar ein Torwart werden? Wir brauchen noch einen an Scholls Seite. Also ein Mittelfeldspieler. Der Sturm regelt bei AS Rom. Dementsprechend soll es noch ein Mittelfeldspieler werden. Davon haben wir noch sehr viele, sehr gute. Da bin ich überzeugt. Und AS Rom Ich lasse das mal so stehen. Ronaldinho! Junge! AS Rom. Sand Ronaldinho ab. Keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen. Und Player ist nicht da. Das ist richtig. So. Das ist also einer der absoluten Dream-Knaller, könnte man fast sagen. Aber wie steht es eigentlich um den FC Liverpool? Wir haben bei FC Liverpool bisher Cafu, Ryan Giggs und Lilian Thuram. Die Verteidigung steht, das Mittelfeld auch. Wie steht es um die Stürmer? Es wird noch ein Mittelfeldspieler. Wer hätte das gedacht, dass Liverpool keinen Stürmer braucht? Das erwähnte ich, glaube ich, schon mal. Es wird nochmal ein Mittelfeldspieler für Liverpool werden. Und den FC Liverpool im Mittelfeld darf verstärken. Mein Penis, der wird hart bei Simi van der Vaart. Ole! Oh! Haben wir alles zu diesem Thema gesagt. FC Liverpool kriegt Raphael van der Vaart. Und bitte.
Der nächste Verein ist der SC Freiburg. Paddel, reiß dich am Riemen, Alter. Ah. Leverkusen gewinnt gegen die Bayern. Weltklasse, oder? Das gefällt mir auch. So. Legende. So, wie sieht's eigentlich aus bei Freiburg? Ich habe gerade nichts mitbekommen. Ziemlich viele Chat-Eskalationen. Ich glaube, Freiburg war dran. Was möchte Freiburg denn noch haben? Ich will gar nicht wissen, was deren Werte hat. Glaubt mir, alle Legenden haben ziemlich gute Werte. Keine Sorge. Alter, Chris, jetzt chill einmal. Ganz ehrlich, möchtet ihr euch nach Cafu, Ryan Giggs und Thuram echt jetzt beschweren? Holy shit, Alter. Jesus Christ. Ist der Brosator noch da? Ich bekomme hier nichts mit, Alter. Brosator, bist du noch da? Ich habe nichts von Brosator gesehen, ne? Also ich möchte nochmal aufrufen. Freiburg. Oh, da. Zum Schluss kommt noch ein schneller Stürmer, der nicht aus Europa kommt. Nicht aus Europa. Oh, okay. Okay. Genau, Freiburg an Schalter 2. Es soll nochmal ein schneller Stürmer werden. Nach, wen haben wir denn hier? Nach Panucci, Bernd Schneider, Edgar Davids soll es jetzt letztendlich auch nochmal ein Stürmer werden. Das ist also eine, ich denke mal, nachvollziehbare Entscheidung. So, es ist interessant, wie viele krasse Legenden noch gar nicht gefallen sind. Umso krasser ist wahrscheinlich dieser Mann, der zu Freiburg geht. Ladies and Gentlemen, es ist der Gott himself. Gerd fucking Müller! Da will er dauernd einen Deutschen, jetzt will er keinen Deutschen, er kriegt den besten Deutschen aller Zeiten. Und bitte! Gerd Müller für Freiburg. Damit ist alles gesagt. Es ist eigentlich nur noch alles gesagt. Es kommen halt nur noch kranke Leute gerade irgendwie, habe ich das Gefühl. Junge. Gerd Müller stürmt für Freiburg. So, wir haben aber immer noch ein paar Vereine offen, wie zum Beispiel den FC Schalke 04. Der ist sogar in meinem Ort geboren. Ja, guck mal, Brosator, ist doch lustig. Alter, wie kann man denn... Was... Ganz ehrlich, der FC Liverpool hat ja nur Mimimi, Leute. Wie kann man sich denn so beschweren? Hat eh schon gefühlt den besten Kader der Welt und heult dann echt rum? Holy shit, was sind denn die Liverpooler für Leute, ey? Jesus Christ, ey. Oh mein Gott.
ganz ehrlich, bei dem ganzen Rumgeheule, bei dem, was hier abgeht, muss ich ganz ehrlich sagen, unsympath Liverpool an der Stelle, ne? Null Dankbarkeit mit dem eh schon besten Kader Europas. Holy Jesus Christ. Wenn nicht der Welt. Leck mich am Arsch, ey. Unfassbar. Wie kann man so undankbar sein? Mittelfeld wird für Schalke jetzt. Mittelfeld für Schalke. Ladies and Gentlemen. Haben wir da nochmal einen Knaller? Ach, das ist ein sympathisches Bild, das nehmen wir doch mal. Oh Gott, nee, das ist zu verpixelt, nehmen wir nicht. Ja, dann wird's aber langsam schwierig. Ach komm, nehmen wir das, das wird hier passen. Ja, das passt wunderbar. Ladies and Gentlemen, für den FC Schalke 04 gibt es unvergessen Michael Ballack! Michael Ballack läuft für Schalke 04 auf. So. Das sind doch alles Namen, mit denen man arbeiten kann. Kannst du mir da nichts erzählen? So. Next ist Borussia Dortmund. Hat's Ballack doch noch geschafft? Was zur Schalke, ja. Borussia Dortmund. Nach Jimmy Floyd Hasselbank, Paolo Maldini und Sebastian Schweinsteiger soll es nun noch ein Stürmer werden. Ergibt durchaus Sinn. Okay, und noch eine Chess-Legende. Ist all der Hass, ey. All der Hass ist unfassbar. Keiner freut sich mehr. Oh Mann. So ein Stürmer soll es werden für Borussia Dortmund. Was? Was ist schon raus? Was? Um was geht's? Was ist denn mit Schweinsteiger? Was ist denn mit dem? Aber Schweinsteiger spielt doch bei Dortmund. Hä, seid ihr doof? Schweinsteiger ist doch vorhin zu Dortmund gewechselt. Ihr seid doch alle besoffen, ey. Ich sitze hier so und denke mir, Männer. Einer ist auch noch davon der Freund. Dortmund.
Raúl wechselt zu Borussia Dortmund. Werder Bremen, ich bitte zum Tanz. Ihr seid hin und her gerissen. Ihr nehmt tatsächlich noch einen Stürmer. Nach Gabriel Batistuta braucht man noch einen Stürmer. Man hat noch Makelele und Matthias Sammer. Es wird also noch mal ein Stürmer. Eins kann ich euch sagen, es wird nicht Raúl. Es ist die etwas andere Legende, aber gehört zu den besten of all time, ladies and gentlemen. Andriy Schewtschenko! Ist die Verstärkung für Werder Bremen. Wie die meisten nett schreiben, aber die meisten nicht wissen, dass er mit die beste Bewertung im Spiel hat. Tja. Hat wohl keiner Schewtschenko in seiner Primetime erlebt. Alles Labersäcke seid ihr. Aber Hauptsache meckern. Das können sie immer alle ganz gut, gell? Next in line ist der Hertha BSC Berlin. Tun sie auch nicht, Striker. Ein Stürmer zum Abschluss. Ein Stürmer. Hertha BSC Berlin hat bisher Rivaldo, Wesley Sneijder und Jürgen Kohler. Es soll nochmal ein Stürmer werden, der die Berliner unterstützen soll. Mein Gott, wir haben noch so kranke Hochkaräter. Und ich sag's euch, der Berliner, der wird schmecken. Der wird schmecken. Ich sehe die ersten Uffs und Schwierigs im Chat, aber der wird schmecken. Denn nach Berlin geht ein Weltmeister. Die WM-Legende Miroslav Klose. So. Ganz klare Sache. Miro Klose. Verstärkt die Berliner. Geh und verrät da. Alles klar. Ja, da bin ich raus. Der Miro hat sich entschieden. Er würde ganz gerne in Berlin spielen. Okay, und die Bremer, da ist viel Hass. Ich merke schon. Alles klar. Rivaldo und Klose. Darf man alles mal erleben? Darf man alles mal erleben? So. Wir haben nicht mehr allzu viele Teams hier am Start, die noch einen Pick machen dürfen. Einer, der ihn noch machen darf, ist Eintracht Frankfurt. Der Fossi. Wie sieht's aus? Pelis alle. Trauriges Leben.
ich pick hier gar nichts von zu. Aber ich hab gehört, Mittelfeld läuft. Mittelfeld soll es von uns so sein. So soll es sein. Für Eintracht Frankfurt gibt es den nächsten Mittelfeldspieler, Robert Pires, einer der wenigen linken Mittelfeldspieler auf der Welt. Gefühlt. Legendär Robert Pires. Für Frankfurt. Das ist echt ein B-Tabellenführer. Crazy. So. Viele Picks kann es nicht mehr geben. Den nächsten Pick darf machen der FC Augsburg. Nach Luis Figo, Christian Vieri und Paul Breitner soll es also noch ein Verteidiger werden, tatsächlich. Wer soll neben Paul Breitner in der Verteidigung stehen und dem das Wasser reichen? Eine sehr schwierige Frage. Die Frage ist nur, wird dieser Pick glücklich machen? Kann dieser Mann neben Paul Breitner bestehen? Ladies and Gentlemen, zum FC Augsburg wechselt Charles Puyol! Charles Puyol, Augsburg bisher absolut OP, kriegt nun als letzten Legendenspieler Charles Puyol. Ich glaube, da gibt's absolut gar nichts zu meckern. Sehr geil. Sehr geil. Sechs Legenden wird es noch geben, Leute. Sechs Legenden wird es noch geben, unter anderem für Arsenal London. Arsenal London hat sich für einen Mittelfeldspieler entschieden. Arsenal London ist leider schon unterwegs, aber Arsenal London wird einen Spieler kriegen. Selbstverständlich. Und es ist wieder so ein Ticken passend tatsächlich. Denn Arsenal London darf sich freuen über Roy Keane. Wir bleiben also in der Premier League. Roy Keane, herzlichen Glückwunsch. So, dann hätten wir Roy Keane. Und wir kommen zu Borussia Mönchengladbach. Das wird nichts mit der Fairplay-Tabelle. Ja, ja. Borussia Mönchengladbach
darf den nächsten Pick machen. Maurice war hier am Start und hat Borussia Mönchengladbach vertreten. Hoffentlich ist das natürlich immer noch so. Mittelfeld. Mittelfeld soll es sein. Nach Andrea Pirlo soll es also nochmal ein Mittelfeldspieler werden, der Borussia Mönchengladbach verstärken soll. Und er wird das Team auf jeden Fall verstärken. So viel steht fest. Ladies and Gentlemen. Für Gladbach. Xabi Alonso. Xabi Alonso geht nach Borussia Mönchengladbach. Und damit wären wir bei den letzten vier Teams. Galatasaray Istanbul wäre der nächste Verein. Da hat sich Dessert noch einen Mittelfeldspieler gewünscht. Und diesen wird er bekommen. Mit... Okay. Galatasaray wird einen interessanten Pick kriegen hier. Vor allem, weil wir gerade sowas ähnliches schon hatten. Es ist ein verflixter Zufall. Ladies and Gentlemen, zu Galatasaray Istanbul, der nächste Bayern-Spieler. Frank Ribéry! Frank Ribéry wechselt zum FC, nicht zum FC Bayern, wechselt eher gefühlt vom FC Bayern. Zu Galatasaray Istanbul. So. Wir haben noch, ehrlich gesagt, noch einen einzigen Verein, der noch im Chat aktiv ist. Dementsprechend kommen wir jetzt zu dem TSG Hoffenheim, der nochmal sich an einem Stürmer bedienen möchte. So. Ein Stürmer haben wir gesagt, nicht wahr? Ein Stürmer für Hoffenheim. Doch, man kann die Spieler schon als Legenden verkaufen, indem man einfach die junge Version davon anbietet und nicht die alte vergammelte, die es aktuell gibt. Leute. Macht doch einfach mal ein bisschen eure Scheuklappen auf. Ladies and Gentlemen, für TSG Hoffenheim habe ich noch einen Spieler. Und den kennt ihr alle. Da bin ich mir sicher. David Trezeguet! David Trezeguet wechselt zum TSG Hoffenheim. Man kennt es. Hoffenheim also mit Peter Cech, Zanetti, Yaya Touré und David Trezeguet. Sein Team an Legends komplett. Und danach kommen wir noch zu den Tottenham Hotspur, die sich noch einen Mittelfeldspieler gewünscht haben. Oh wow, das ist krass. Okay. Wow, ich dachte tatsächlich. Verrückt.
Ich dachte tatsächlich, wir werden eine komplette Saison ohne ihn erleben. Ladies and Gentlemen. Tottenham Hotspur kassiert Zinedine Zidane. Ladies and Gentlemen, behaltet die Hotspurs im Auge. Roberto Carlos, Emmanuel Petit, Samuel Eto'o und Zinedine Zidane. Holy shit. Und als letztes haben wir Inter Mailand mit dem letzten Pick dieser Saison. Die letzte Chance, eine Legende abzustauben. Ich bin super traurig, dass echt niemand Torwartverbesserungen braucht. Kein Oli Kahn, kein Sepp Maier, kein Toldo, kein Barthez. Sehr traurig. Mittelfeld soll es sein. Mittelfeld für Inter Mailand. Und ich bin mir sicher, dass da definitiv nochmal drauf abgegangen wird. Denn das nenne ich eine absolute Bereicherung für das Mittelfeld. Ladies and Gentlemen, er ist es. Patrick Vieira! Und das ist es. Und das ist es. Patrick Vieira wechselt zu Inter Mailand. Und damit haben wir alle 72 Legenden gepackt. Jesus Christ. Das ist eine Ansage. Ich werde euch selbstverständlich nicht verraten, wen es noch gegeben hätte. Also nicht alle. Ich gebe euch noch so ein paar Highlights, die es tatsächlich nicht geschafft haben. Torwart habe ich euch schon gesagt. Oli Kahn, Sepp Maier, Barthez, Toldo. In der Verteidigung hat es nicht geschafft, ein Franz Beckenbauer. Im Mittelfeld hat es nicht geschafft, ein David Beckham. Oh boy, ein David Beckham. Auch natürlich kein Mario Basler. Wir haben es auch nicht geschafft, im Sturm zu verpflichten. Francesco Totti. Roberto Baggio. Giovane Elba. Und so weiter. Es sind einige nicht gepickt worden. Aber wir sind halt nur 18 Vereine. Und noch mehr Legenden können wir nicht machen, weil ansonsten spielt jeder nur mit Legenden. Ladies and Gentlemen, das sind die Picks, die raus sind. Ich werde heute Nacht nach dem Stream die Teams zusammenstellen und euch dann im Google Docs verlinken, wer welches Team wie hat. Und das soll es dann auch erstmal gewesen sein mit dem Draft. Das war der Draft für das Jahr 2020 eigentlich. So, das Projekt geht ins Jahr 2020 rein. Sagen wir 1920. Presented by Wurus und NGL. Am 6.12. geht es los. Um 19 Uhr ist quasi Anpfiff. Also nicht ganz, da stellen wir alles auf. Die Spieltage werde ich dementsprechend auch noch die Tage präsentieren. Die werde ich ebenfalls in diesem Google Docs Formular präsentieren. Ich werde euch alle Informationen diesbezüglich geben. Das Transferfenster ist hiermit eröffnet. Viel Spaß beim Handeln, viel Spaß beim Rummachen. Ihr wisst, wie ihr das handeln müsst. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt es in Discord. Und wenn alle oder beziehungsweise 75% des Teams und des gegnerischen Teams reagiert haben, ist der Handel vollzogen. So, Schalke ist zufrieden. Danke, Jedifaun. Mir platzt gleich hier eine Halsschlagader von vielen verrückten Reden. Das ist eine Menge Mühe. Ich hoffe, euch wird dieses Projekt im Gesamtbild sehr gefallen.